Danke an die österreichische Ampel. Die Deindustrialisierung Österreichs, wie sie auch in Deutschland stattfindet, hat begonnen. Ich zeige dir, was ich damit meine, denn es hat mit den Gasverträgen zu tun, wo Österreich seit Jahrzehnten, genauer gesagt seit den 60er Jahren, vom billigsten Erdgas und auch teilweise Erdöl von Russland profitiert. Und jetzt hat die OMV gesagt, sie zahlen nicht mehr. Folgendes ist passiert. Und zwar, man hat sich über 230 Millionen Euro gestritten. Diese wurde nun in erster Instanz der OMV zugesprochen. Und die OMV sagt einfach, wir rechnen das einfach mit den Verträgen entgegen. Das heißt, es gibt Verträge zwischen der OMV und Gazprom, dem russisch-staatlichen Energiekonzern. Und die OMV hat da jetzt auch ein Schiedsgerichtsverfahren gewonnen. Und jetzt sagen sie, wir zahlen euch jetzt nicht mehr. Diese Strafen, die ihr da vielleicht zu zahlen habt, die rechnen wir einfach gegen. Und die Gazprom sagt, wenn ihr eure Verträge nicht einhaltet, wenn ihr nicht zahlt, was ausgemacht ist, und das ist nicht ausgemacht, dass irgendwas gegenrechnet wird, sondern es ist eine Zahlung ausgemacht, dann werden wir die Gaslieferung einstellen. Das ist sehr, sehr, sehr problematisch, weil das findet gerade jetzt statt. Und was die Lügenpresse irgendwie komplett vergisst zu erwähnen, sind die Sanktionen der EU gegenüber Russland, weil wir sind ja im Ukraine-Krieg aktiv, wir haben Wirtschaftskrieg mit Russland. Österreich hat einen Wirtschaftskrieg mit Russland. Super, oder? Ich zeige euch hier jetzt etwas, und zwar die Seite des Europäischen Rates, Europäischer Rat, Europäische Union, die Sanktionen der EU gegen Russland im Detail. Und jetzt scrolle ich für euch nach unten und zeige euch die wichtigen Aspekte. Und zwar die wichtigen Aspekte sind hier zu der Sanktionsliste aufgeführten Einrichtungen gehören Unternehmen im Energiesektor. Richtig, im Energiesektor. Und dann freut man sich, dass man Folgendes erreicht hat, geisteskrank, wie man ist, ja. Und zwar 48 Milliarden verbotene Ausfuhren nach Russland, 91 Milliarden Wert der verbotenen Einfuhren aus Russland, 100 Milliarden weniger haben wir einführen dürfen, weil die EU irgendwelche geisteskranken Sanktionen beschlossen hat. Jetzt ganz kurz, welche Güter sind betroffen? Weil da geht es um die OMV. Welche Güter sind betroffen? Spitzentechnologie, Erdölraffineration, Energiewirtschaft, Chemikalien und so weiter. Das heißt, auf Deutsch gesagt, Österreich hat aufgrund dieser EU-Sanktionen, und das vergisst die Lügenpresse zu sagen, in vielen Bereichen jetzt schon Probleme mit Russland. Welche Güter dürfen nicht aus Russland in die EU eingeführt werden? Jetzt sage ich euch das. Hier Rohölraffinierte, Erdölerzeugnisse, Gas, Flüssiggas, Kohle. Das ist die Realität. Das heißt, die EU hat gerade, so wie es in Deutschland auch von der deutschen Ampel schon seit längerem gemacht wird, hat gerade vor einiger Zeit beschlossen, dass auch Österreich deindustrialisiert werden soll. So, und jetzt habe ich mir nicht nur das angeschaut, sondern ein bisschen mit ChatGPT geredet. Man darf nicht alles glauben, was dort geschrieben wird, aber eine gute Richtung gibt schon vor. Und ich habe folgende wichtige Frage gestellt. Und zwar, wie schaut's aus mit der Einschätzung, wie viele Arbeitsplätze sind von dem günstigen russischen Gas abhängig? Und die werde ich den Link drunter geben, ihr könnt es dann selber nachlesen, wie ich das gefragt habe. Und jetzt zeige ich es euch schnell. Und zwar hier, basierend auf den Auswirkungen günstiger Energie auf energieintensive Branchen, allgemeine Wirtschaft. Die direkt abgesicherten Plätze energieintensiven Branchen, Glasindustrie, Chemie, Metall sind 50.000 bis 70.000 Personen. Dank günstiger Energiepreise konnten diese Branchen ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten, was vermutlich zu etwa 20.000, 30.000 Arbeitsplätze direkt gesichert hat. Indirekt gesicherte Arbeitsplätze 10.000 bis 20.000. So, das ist die Frage gewesen, wie viel hat die günstige russische Energie, die wir seit 60 Jahren haben, wie viele Arbeitsplätze hat die gesichert? Schau, jetzt zeigst du da. Wie viele Arbeitsplätze konnten durch das billige Gas gesichert oder geschaffen werden? Recherchiere und schätze. Gut, das ist die ganze Sache. Ja? Österreich hat enorm von der günstigen Energie aus Russland profitiert. Und ich habe ChatGPT etwas Zweites gefragt. Und zwar die Auswirkungen, was passiert, wenn der Gaspreis jetzt um ca. 30% steigt, das sind so derzeit die Schätzungen. Und jetzt
kracht's. Ich zeige euch da die Frage bzw. die Antwort. Die Auswirkungen auf dem Arbeitsplatz beim 30. Anstieg der Gaspreise auf österreichischen Arbeitsmarkt. Wenn 10-15% dieser energieintensiven Unternehmen die Produktion verloren geht, sind das 20.000 bis 40.000 Arbeitsplätze. Indirekt betroffene Zulieferer 30.000 bis 50.000 Arbeitsplätze. Gesamtwirtschaftlicher Effekt, weitere 20.000 bis 30.000 Arbeitsplätze. Also, wenn sich diese Preise wirklich um ca. 20-30% erhöhen, reden wir von 70.000 bis 120.000 Arbeitsplätzen, die in Gefahr sein. Das ist die Deindustrialisierung Österreichs. Wie die Deindustrialisierung Deutschlands von dieser Verbrecherampel in Deutschland stattgefunden hat, die Zerstörung Deutschlands, will dieselbe Ampel im Großen und Ganzen dieselben Parteien, dieselbe Politik, dieselben Globalisten jetzt Österreich zerstören. Man freut sich darüber, dass man kein günstiges Gas mehr aus Russland kriegt, aber teures Gas aus den USA. Und die Medien schreiben alle in eine Richtung, die finden das super. Das ist geisteskrank. Seit ungefähr 60 Jahren profitieren wir von günstigem Gas aus Russland. Großteil der Industrie in Österreich, die Energie braucht, kriegt das nicht über eine Stromleitung, die kriegen das über Gas. Die VA Stahl und andere haben keine Stromleitung. Die haben dort Gas, um Wärme zu generieren, um ihre Sachen zu produzieren. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, vielen, vielen anderen. In Oberösterreich ganz viele Unternehmen. Und jetzt werden diese Unternehmen gezielt von dieser österreichischen Verbrecherampel, von diesen Politverbrechern, die alle Wahlen verloren haben, auch noch gefördert. Und diese Zerstörung wird vorangetrieben wie in Deutschland. 1:1 dasselbe. Und ich sag dir, die Medien werden dir das Gegenteil erzählen. Das ist so super, dass wir das günstige Gas nicht mehr kriegen. Das ist ein Schwachsinn. Sie haben zuerst Nord Stream 2 gesprengt. Sie schauen jetzt, Ukraine, die wir mit Milliarden unterstützt haben, haben gesagt, wir lassen sowieso kein russisches Gas mehr durch. Übrigens, das ist ein Kriegsgrund. Gell? Also wenn jemand sagt, wir zerstören dir die Pipeline, ja, das ist ein Kriegsgrund. Die USA hätte schon ihre Bomber geschickt. Ja, aber Österreich zahlt weiter, Deutschland zahlt weiter, alle geisteskrank. Und jetzt freut man sich drüber, dass die Wirtschaft zerstört hat. Gratuliere. Im Übrigen, wie gesagt, das wirst du in der Mainstream-Lügenpresse nicht lesen. Bitte teilen, bitte weiterleiten. Erstens, die Gaspreise werden steigen. Zweitens, die Strompreise werden steigen. Ich habe da ein Angebot von www.widerstandstrom.at. Das sind aktuelle Gaspreise vom Großhandels, also aktuelle Strompreise vom Großhandelsmarkt. Das ist besser als die ganzen großen Unternehmen, die ganz viel Gewinn machen. Die OMV wird wieder Gewinn machen. Alle Energieunternehmen werden jetzt aber wahrscheinlich wieder Schritt für Schritt die Preise nach oben schrauben. So oder so. Ist es schlimm, was hier in Österreich passiert. Die Zerstörung Österreichs und die Zerstörung Deutschlands ist abgemachte Sache. Die Globalisten arbeiten dran und jetzt jubelt die Lügenpresse. Es jubelt der Bundeskanzler, der ein einziges Mal gewählt mit 11% Minus, historisch das größte Minus, das es jemals gegeben hat, uns erzählt, es ist eh alles super. Und die OMV wollte diese Verträge nicht weiterzahlen und deswegen stellt die Gazprom jetzt ihr günstigstes Gas ein. Gratuliere, ihr Idioten. Jeder, der jetzt in dem Bereich arbeitet, jeder, der Gas oder Strom braucht, wird das sehr bald spüren. Und noch einmal, daran ist die Politik der EU und der österreichischen Verbrecher- und Idiotenregierung, der Österreich-Ampel, schuld. Sie haben das bewirkt. Die teilverstaatlichte und früher vollverstaatlichte OMV ist im politischen Einfluss. Dankeschön. Oder auch nicht.